Mit Artemis beginnt eigentlich so etwas wie eine neue Zeit, auch wenn es zu den Raketen zurückgeht. Aber es ist eine Zeit, in der die Europäer auch ein großes Spiel mitspielen. Ein großer Anteil bei Artemis kommt aus Europa. Und ich habe den ESA-Chef bei mir, Herr Aschbacher, mit gewissem Stolz darf Sie das erfüllen, dass die Europäer hier eine so wichtige Rolle spielen. Die Europäer spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil ohne Europa und ohne das ESM, das European Service Modul, kann Amerika keine Astronauten zurück zum Mond bringen und natürlich wieder zurück zur Erde. Das heißt, wir haben einen, wir nennen das, wir sind am kritischen Pfad. Wir liefern einen essentiellen Teil für die Artemis-Mission und darauf sind wir stolz. Natürlich mit ganz starker deutscher Beteiligung. Das ESM wird ja in Bremen durch Airbus Defence and Space gebaut mit vielen anderen Firmen und aus vielen anderen Ländern, aus 10 Ländern. Und das ist etwas, was Europa wirklich ganz sichtbar neben die NASA hinstellt und wo wir ganz stolz sagen können, Europa ist ein integraler Bestandteil der Artemis-Mission der NASA. Das, was wir jetzt angehen mit diesem neuen Raumfahrtzeitalter, ist ja ein enormer Sprung. Wir haben bei der ISS immer weiter Verbesserungen gehabt. Wir haben immer neue wissenschaftliche Experimente gehabt. Aber das, was jetzt passiert, ist der Deeper Space. Das ist wirklich der nächste Schritt. Man muss aber auch sagen, dass wir diesen Schritt nicht machen könnten, wenn wir nicht jahrzehntelang und wirklich 2-3 Dekaden sehr stark investiert hätten. In die ISS, die Raumstation, hat ja durch die Experimente, die durchgeführt werden können, die Erfahrung, Astronauten dorthin zu bringen, uns enorm reich gemacht an Erfahrung und an Expertise, die wir aufgebaut haben. Das ATV, wovon wir 5 Stück an die Raumstation gebracht haben, ist ja eigentlich der Grundbaustein des ESMs. Ohne das ATV hätte die NASA auch nicht die ESA ausgewählt, wirklich diese Funktion zu übernehmen. Das heißt, es ist wirklich entstanden über Jahrzehnte. Und deshalb hat die NASA Europa so viel vertraut. Was ich auch sagen will natürlich ist, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo wir weiter investieren müssen, um den nächsten Schritt zu gehen. Weil die NASA geht ja auch einen Schritt weiter, natürlich Richtung Mond, eventuell Richtung Mars. Aber hier will die NASA ganz stark mit internationalen Partnern, denen sie vertraut, diese Projekte durchführen. Und die ESA oder Europa ist der Partner Nummer 1 für die NASA. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Ministerratskonferenz jetzt im November ganz gut gezeichnet wird, weil wir hier die nächsten Schritte setzen, mit denen wir wiederum Beiträge liefern zur Artemis-Mission, zum Gateway. Und das ist genau das, was wir aufbauen müssen. Dieser Space Race, also die Jagd im Grunde genommen zum Mond, die von John F. Kennedy angestoßen wurde damals, das war eine politische Entscheidung. Das, was jetzt passiert, ist aber eine wissenschaftliche Entscheidung. Warum? Ja, damals war es politisch, heute ist es wissenschaftlich, aber auch technologisch und ich würde sagen strategisch, wie die Entscheidung getroffen wird. Strategisch insofern, weil natürlich Exploration eine ganz wichtige neue Domäne aufmacht. Die zukünftige Domäne wird auch im Weltraum stattfinden. Der Weltraum ist die nächste, auch ökonomische Zone, wo sehr viel auch Wirtschaft betrieben wird. Natürlich klingt das jetzt etwas futuristisch, wenn wir sagen, dass Rohstoffe abgebaut werden auf dem Mond, dass auch Aktivitäten durchgeführt werden auf dem Mond als neuer Kontinent. Aber das wird kommen. Das wird vielleicht nicht morgen kommen, aber sicher in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren. Das heißt, hier entdecken wir einen neuen Kontinent, eine neue ökonomische Zone. Und wer natürlich hier vorn dabei ist, hat sich strategisch gut positioniert. Das macht die NASA und da muss Europa dabei sein. Wir haben ja Jahrzehnte jetzt erlebt mit einer Situation der internationalen Zusammenarbeit, vor allen Dingen auch auf der internationalen Raumstation. Russen, Japaner, Amerikaner, Europäer haben zusammengearbeitet. Da ist jetzt ein Bruch geschehen. Wie stark schmerzt Sie das? Oh, das schmerzt wirklich sehr. Ich kann Ihnen sagen, dass die Kooperation, die wir aufgebaut haben, gerade bei ExoMars, uns wirklich schmerzt. Insofern, dass wir hier sehr viel Zeit investiert haben und Geld investiert haben, um ExoMars aufzubauen. Das wäre ja startbereit, jetzt im September auf den Mars zu fliegen. Und natürlich durch die Invasion
Russlands in der Ukraine, die natürlich zu verdammen ist. Und können wir mit Russland nicht mehr zusammenarbeiten. Und wir haben am Beginn dieses Jahres Entscheidungen getroffen, um wirklich diese Kooperation aufzulösen. Die ist mittlerweile aufgelöst. Und jetzt sind wir natürlich dabei, Lösungen zu suchen, wie wir mit ExoMars weitergehen. Das machen wir mit unseren Mitgliedsländern in der Ministerratskonferenz im November. Aber das sind natürlich die Lehren, die man aus solchen Kooperationen zieht. Und das ist genauso wie im Gasbereich, im Energiebereich, wo Europa mit Russland sehr eng gearbeitet und sich vernetzt hat. Und auch im Weltraum haben wir genau die gleiche Situation. Und hier müssen wir jetzt sehen, wie wir ohne Russland unabhängiger werden und stärker werden. Im Weltraum geht es leichter, weil hier haben wir einige wenige Projekte, an denen wir mit Russland gearbeitet haben. Ich würde es vielleicht mit 10%, 15% maximal beziffern. Und hier können wir wirklich auch mit europäischer Technologie europäische Projekte alleine durchführen mit europäischen Partnern, weil Europa hat wirklich ganz, ganz gute Kapazitäten, die wir aufbauen können. Und das machen wir gerade jetzt durch die Ministerratskonferenz, Europa robuster aufzustellen, unabhängiger aufzustellen, weil wir ein starkes Europa brauchen, auch für Partnerschaften mit NASA und mit anderen Agenturen. Nur ein starker Partner ist ein guter Partner, und das werden wir in der Ministerratskonferenz vorschlagen.